Hallo zum Abschluss von Legend of Carandia 1, der guten alten Schlangengrotte. Ich versuche mal einfach ein bisschen aus dem Schatten zu kommen. Dann halte ich das Ding einfach mal hoch. So, ihr habt jetzt gesehen, das sind die letzten Sachen, die dazugekommen sind. Da ist mein großes Ding frei! Frei wie der Wind! Frei wie Brandon und seine Sandalen. Den Gag werdet ihr gleich noch kriegen. Und das ist die komplette Karte. Tja, vielleicht überlege ich mir auch mal, was wer dieses Ding auch irgendwie mal erhalten soll. Ne? Überlegt euch mal einfach was. Vielleicht ist ja irgendeiner scharf darauf, diese Karte zu bekommen. Also da gleich beim Abgrund geht's weiter. Also das ist jetzt alles ein bisschen... So, man sieht's, glaube ich, für denjenigen, den es interessiert. Vielleicht scanne ich das Ding auch mal ein. Mal gucken. Lass ich mir vielleicht auch mal was einfallen. Mal sehen. Ja, hier geht's gleich weiter. Und diese Abgrundsequenz. Naja, auch Spaß ist wieder was anderes. So, das war die Schlangengrotte. Mehr Karten gibt es hier erstmal nicht. Vielleicht mache ich das bei King's Quest 5 vielleicht auch nochmal, wenn ich das Let's Playe. Ihr wollt ja Sierra Games haben, so gesehen ist die Chance, glaube ich, relativ groß, dass das passiert. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das war die Karte der Schlangengrotte. Ich bin durch! Gott sei Dank. Bis dann.